Herbert Thomas, weiterhin zu Gast, und zwar der zweite Teil von unserem Interview. Den ersten unbedingt nicht verpassen. Unten in der Beschreibung klicken, und im zweiten Teil geht es ausschließlich um Optionen. Optionen, um es vorwegzunehmen, vielleicht eine kleine Wiederholung. Die Deutschen oder viele der Zuschauer werden jetzt denken, Optionsscheine kenne ich. Genau, ist ein himmelweiter Unterschied. Eben, kleine Wiederholung nochmal von eben. Himmelweiter Unterschied, Optionen sind ein Recht, ja, also das Recht, ein gewisses Gut zu einem gewissen Preis, zu einem gewissen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Also Recht oder Pflicht, je nachdem, ob man Long oder Short ist. Und Optionsscheine sind Wertpapiere. Wertpapiere, die von einem Emittenten begeben werden, also von den gängigen Optionsscheinhäusern, die es überall gibt. Und dementsprechend unterliegen die auch einem Emittentenrisiko. Das heißt, jetzt mal in Erinnerung Lehman, so als kleines Beispiel. Wenn der Emittent kaputt geht aus irgendeinem Grund, dann könnte man unter Umständen mit seinem Optionsschein auch ein Problem haben. Ein weiterer Punkt ist die Regulierung. Optionsscheine sind natürlich auch reguliert oder auch die Emittenten sind reguliert, aber lang nicht so, wie das an einer Börse ist oder so streng, wie es an einer Börse ist. Dementsprechend der Market Maker ist nur zuständig für seinen Optionsschein und kann den preisen und machen, wie er das für richtig hält, also im Rahmen natürlich von gewissen Richtlinien, aber er hat da wesentlich mehr Freiheiten als eben der Market Maker, der an der Börse ist und dort eben Liquidität zur Verfügung gestellt ist und unter dem Regelwerk von der Börse, wie soll ich sagen, unterliegt. Das nächste ist auch ein wichtiger Punkt, die Liquidität. Ja, also eine Option an der Börse ist wesentlich liquider und die Börse garantiert auch für die Erfüllung eines jeden Trades. Dafür müssen wir diese Sicherheitsleistung hinterlegen, die Margin. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Bei dem Optionsscheinhaus oder bei dem Emittenten ist es eben nicht zwingend gegeben aufgrund des Emittentenrisikos. Das ist ein Punkt. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Unterschied, eigentlich der wichtigste. Bei den Optionsscheinen haben wir nur zwei Rollen. Bei den Optionen haben wir vier. Ja, wir können Calls und Puts kaufen und verkaufen, während wir einen Optionsschein nicht short gehen können. Ja, also wir können einen Call-Optionsschein kaufen oder wir können einen Put-Optionsschein kaufen, aber damit ist es erledigt. Ja, und wir haben nicht diese Flexibilität, dass wir vier Rollen haben. Also das sind die wichtigsten Unterschiede, die hier zwischen Optionen und Optionsscheinen gegeben sind. Also da bitte drauf achten. Du bist ein sehr konservativer Anleger, da kann man so sagen. Jetzt sind die Optionsscheine, die sind für den Deutschen so ein Zockerprodukt. Jetzt zwinge ich die mal in die Rolle des Zockers. Mit Optionen kannst du natürlich auch zocken, ne? Spätestens seit Robin Hood und Wall Street Bets. Wir hatten zum Beispiel den Wall Street Bets Gründer bei uns im Interview und der hat dann auch erzählt, dass die Millennials da die Optionen für sich entdeckt haben, so richtig kurzlaufende Dinger, die richtig im wertlosen Bereich sind, dann nochmal so als statt Lottoschein eine Option zu kaufen. Wenn du so richtig das darstellen müsstest, was man mit Optionsscheinen macht, also zocken, was würdest du dafür Optionen kaufen? Ja, also ich wollte gerade sagen, also du kannst mit Optionen noch viel besser zocken als mit Optionsscheinen, ja, weil die Liquidität wesentlich größer ist und eine viel größere Auswahl an Produkten oder an Strikepreisen oder Basispreisen in Deutsch hast. Das heißt, und hast wesentlich größere Produktauswahl. Und du hast noch x verschiedene Laufzeiten. Ja, während bei den Optionen, bei den Optionsscheinen ist deine Auswahl in all diesen verschiedenen Kriterien eher begrenzt. Ja, also wenn du mit aller Gewalt zocken willst, dann kannst du das definitiv mit Optionen besser. Ja, also irgendwelche Penny-Options da noch kurz vor Verfall kaufen, genau wie ein Lottoschein und hoffen, dass noch irgendwas passiert, wesentlich effizienter und vor allem billiger als mit Optionsscheinen. Bei Emittenten, der Emittent muss ja auch was verdienen, ne? Ja, nicht nur der Emittent, sondern natürlich auch die Börse. Wir haben ja in Deutschland ist einmal die EuVAX in Stuttgart, nicht zu verwechseln mit der Eurex, wo wir die Optionen handeln, eine der führenden Optionsscheine-Börsen. Und die nehmen natürlich deutlich mehr Gebühren eben auch noch zu der Bank zusätzlich oder zum Broker, als das bei der Eurex der Fall ist. Ja?
Und gerade, ich sag mal, gerade in den USA, seit dem Robin Hood und Millennials diese Option für sich entdeckt haben, wird das Ganze noch populärer. Deutschland ist da immer noch, ne, du machst es seit Jahrzehnten, aber es ist doch mal, wir haben viel Nachholbedarf, oder? Definitiv. Also es ist, die Amerikaner sind wesentlich offener dafür. Es gibt auf fast alle Produkte, gibt es Mini- und Mikroprodukte, Optionen wie Futures auch. Es gibt x verschiedene Tradinghäuser, wo man das machen kann. Es wird gefördert, definitiv. Die Mentalität der Amerikaner ist auch wesentlich offener dafür. Das muss man sagen. Bei uns, die Eurex ist hier leider Gottes noch ein bisschen, wie soll ich sagen, kommt nicht so richtig aus dem Schuh. Das heißt, wir haben jetzt die ersten Mini- und Mikroprodukte im DAX und im Eurostoxx und auch im SMI. Aber da ist noch viel Nachholbedarf. Ja, also da kann man noch viel, viel, viel mehr machen, meines Erachtens, dass man auch hier mehr Kleinanleger oder Privatanleger in diese Kultur mit reinbringen kann und denen da auch die Möglichkeit gibt. Ist auch ein, gerade die Mini- und Mikroprodukte ist auch ein super Konkurrenzprodukt oder Alternativprodukt, kann man besser sagen, zum CFD, ne, wo wir die ähnlichen Risiken haben wie beim Optionsschein. Woran liegt das, dass es in Deutschland noch nicht so weit ist wie in den USA? Meinst du, es liegt einfach an der Konkurrenz so zu Optionsschein oder liegt es daran, dass viele abgeschreckt sind, wenn du direkt mit den Griechen um die Ecke kommst und dann Bahnhof verstehen? Na gut, es ist einmal von meines Erachtens von staatlicher Natur, sprich von der Regulierungsseite. Es wird ja in Deutschland extremst eingeschränkt oder schwierig gemacht, der Handel in die, oder der Zugang überhaupt zu Derivatenprodukten. Ja gut, es gibt einige CFD-Häuser, Optionsscheinhäuser, aber von Optionen oder Futures, die namhaften Broker, ja, es gibt ein paar in Deutschland, aber bei der Hausbank an sich kann man es gar nicht handeln. Also die Leute, die noch gewohnt sind, irgendwo bei der Sparkasse oder bei ihrer Hausbank ihr Portfolio zu haben und würden da gerne mal eine Option machen, das geht ja gar nicht. Ja? Also das ist das eine. Und aber auch da die Mentalität, die Deutschen sind einfach von der Aktienkultur her sehr, sehr konservativ. Du erinnerst dich an die Telekom-Aktie, das war so die erste Volksaktie, nennen wir es mal, in Deutschland. Schuss ging ja ein bisschen nach hinten los und dementsprechend sind die Deutschen auch so ein bisschen abgeschreckt. Ja, bloß nichts verlieren und bloß kein Risiko. Und dementsprechend ist es halt einfach ein bisschen anders als eben zum Beispiel in Amerika oder auch UK, ja, oder Holland. Holland hat einen extrem hohen Anteil an Privatanlegern, ja, im Derivatebereich. Absolut, ja. Ist das dann, du würdest also jetzt dem Kleinanleger, dem Zuschauer, der bisher nur mit Aktien gehandelt hat, auf jeden Fall sagen, hey, schau dir mal Optionen an. Du musst jetzt nicht der Mathe-Nerd sein, um da zurechtzukommen. Nein, überhaupt nicht. Das ist das Schöne bei Optionen, das ist alles logisch. Ja? Es ist total in Anführungsstrichen einfach. Also man muss ein bisschen vielleicht als Anfang, wenn man sich ein bisschen die Gaussische Kurve, also Normalverteilung, wenn man das anschaut, ja, also die Reagenzgläschen, wo du oben immer die Kugel reinschmeißt und dann, wie sich halt diese Kurve verteilt, wie viele Kugeln in welches Gläschen fallen. So als ganz einfaches Beispiel, um es runtergebrochen, nichts anderes ist Optionshandel. Ja, natürlich ein bisschen noch komplexer, aber so als Grundbeispiel. Und wenn man sich natürlich den Options Trader anschaut in der TWS, ich sage immer zu den Leuten, ich verstehe euch, am Anfang ist es so ein bisschen wie Matrix. Ja, alles blinkt und alles Mögliche und keine Ahnung, was sich da überhaupt tut. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto einfacher wird es. Und auf einmal erscheint einem alles ganz logisch. Und es ist wirklich kein Hexenwerk. Man muss sich ein kleines bisschen damit beschäftigen. Man muss natürlich auch das Interesse dazu haben. Ja, also wenn jemand überhaupt keine Lust hat dazu und sagt, alles böhmische Dörfer ist nicht meine Welt, dann kann ich auch nicht dazu raten, weil da wird man sich selber geißeln in irgendeiner Form. Man muss schon Interesse dafür haben, ein bisschen. Muss man sagen, du hast jetzt den Gauss eingebracht, ne? Ich glaube, viele hast du damit eher abgeschreckt, als dass du ihn abgeholt hast. Machen wir doch so ein 0815-Beispiel. Ne? Ich habe jetzt 1000 Aktien von Siemens. Ja. Und dann denke ich mir, Mensch, ich würde nochmal nachkaufen, ne, aber nicht zu dem Preis. Ich setze mal eine Kauf-Limit-Order ein für den und den Preis für weitere 100. Und dann denke ich mir mal, ich verkaufe mal 100 Stück, so ein bisschen Gewinnmitnahme, wenn die mal wieder den Preis da erreichen, würde ich mal loswerden. Das kannst du ja ohne irgendwelche großartigen Kenntnisse, kannst du das zu diese zwei Orders kannst du zu Geld verwandeln. Genau, das kann man einfach zum Beispiel mit einer verkauften oder mit einem Short Call machen. Wenn ich meine Aktie zu einem gewissen Preis loswerden will, dann kann ich einen sogenannten Covered Call, nennen wir das, machen. Das heißt, ich habe meine Aktie im Portfolio
und verkaufe einen Call ein bisschen höher zu dem Preis, wie ich ihn loswerden, die Aktie loswerden möchte. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit 100 einstehen hast und willst die Aktie mit 105 loswerden, dann verkaufst du einen Call auf deine Aktie und bekommst dafür sogar noch Prämie. Nehmen wir ein Beispiel, ein Dollar, irgendwas. Das heißt, wenn die Aktie über 105 gehen würde zum Verfallstag, würde deine Option ausgeübt werden und du würdest deine Aktie abgeben mit 105 plus einen Dollar Optionsprämie hast du ja noch bekommen. Das heißt, du hast 6 Dollar dann auf deiner Aktie verdient oder 6 Euro, je nachdem, was für ein Markt ist. Der Gewinn, den hast du natürlich dort beschränkt. Würde die Aktie jetzt auf 110 gehen, müsstest du sie trotzdem mit 105 abgeben, in unserem Beispiel jetzt. Ja? Also das ist ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Und auf der Unterseite, wenn du sie einfach billiger nachkaufen möchtest, dann könntest du sagen, pass auf, du verkaufst jetzt einen 95er Put zum Beispiel, wenn du sie mit 95 kaufen möchtest. Und wenn die Aktie tatsächlich runtergeht, bekommst du sie eben mit 95 und hast sie quasi verbilligt eingekauft und hast noch ein bisschen Prämie dazu bekommen. Hier muss ich aber jetzt gleich wieder abraten davon, das nackt zu tun, also no naked shorts. Der Hintergrund ist der, wenn die Aktie jetzt sehr stark fällt, nehmen wir unser Beispiel Wirecard, und du hättest die dann mit 95 den Put verkauft, müsstest du die Aktie mit 95 kaufen, auch wenn die Aktie bei 40 ist oder irgendwo. Also dementsprechend rate ich von nackten Shorts ab, sondern würde eher einen Putzbrett machen zum Beispiel. Ja? Also noch eine Absicherung dazu kaufen. Kriegt ein bisschen weniger Prämie, aber man ist abgesichert. Ja, lass uns mal jeden abholen da draußen. Okay. Oder jemand, der Ahnung hat, dass er jetzt den nächsten Part irgendwie sagt, hier, komm mal, Oma Erna, schau dir mal den Part hier an. Na, also letztendlich, wir haben eine Aktie, die steht bei 100 und wir sagen, bei 105 wollen wir die loswerden. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, wir verkaufen die bei 105. Wenn wir normalerweise draufdrücken, Verkauf 100 Stück bei 105 Limit reinsetzen und die nächsten Wochen abwarten. Genau. Und du und andere Stillhalter, Optionshändler gehen hin und machen das Gleiche, indem sie einfach einen Call verkaufen mit einem Basispreis 105. Und am Ende, wenn die 105 erreicht sind, in beiden Fällen, derjenige, der, ich habe jetzt nur auf Verkaufen mit Limit gedrückt, du hast den Call verkauft. Genau. Beide Aktien sind bei 105 weg. Plus, du hast ja nochmal was dazu verdient, weil du genau. Hast ja den Call verkauft. Und dafür hast du eine Prämie erhalten. Genau, ja? So ist es. Das ist ja so, spätestens zu dem Zeitpunkt, dann wird sich jeder Zuschauer denken, mein Gott, pff, ne, wieso habe ich das schon lange nicht mehr gemacht? Genau. Das ist ganz wichtig. Es ist auch eins der konservativsten Optionsgeschäfte, was es gibt und was im Prinzip, das macht die ganze Fondswelt, der Inzi-Bereich, das macht so eine Core-Strategie, das macht eigentlich jeder. Ja? Also man muss einfach wissen, man muss mindestens pro Kontrakt muss man 100 Aktien haben. Also ein Kontrakt bezieht sich in der Regel auf 100 Aktien. Es gibt auch schwere Aktien, das sind nur 10 Aktien, aber 99% aller Aktien oder aller Optionskontrakte beziehen sich überall auf 100 Aktien. Das heißt, wenn jemand jetzt nur 20 Aktien hat, dann könnte er das nur bedingt tun, aber er hätte dann ein deutlich höheres Risiko, weil er ist ja nur für 20 Aktien gedeckt, gecovert, und 80 Aktien hätte er im Risiko. Und wenn der Kurs stark steigt, hat er dann ein unlimitiertes Risiko. Also davon ist dann wieder abzuraten. Ja, also man braucht immer 100 Aktien pro Kontrakt. Genau, also das ist die einzige Einschränkung. Amazon 100 Stück. Sieht ein bisschen schlecht aus für die meisten, aber so eine deutsche Bank jetzt, ne, kriegst du nachgeschmissen, gar kein Problem. Genau, hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis dazu. Optionen, Aktien sollten oder das Underlying sollte immer mindestens einen Wert haben von so, sagen wir mal, 20, 30 Dollar oder 20, 30 Euro. Drunter macht es fast keinen Sinn. Der Hintergrund ist, die Börsengebühren und die Clearinggebühren sind dann einfach zu teuer. Im Gegensatz zur Optionsprämie. Je teurer die Aktie ist, desto höher ist natürlich auch die Optionsprämie. Da sind wir aber beim Stillhaltergeschäft. Wenn ich jetzt, ne, nehmen wir das Beispiel auf, wenn ich tatsächlich irgendwie Tausende von Deutsche Bank habe, ne, mhm, dann ist ja da trotzdem eine Zusatzrendite, die ich dann generieren würde. Ne? Ja. Und die andere Seite spielen wir die auch nochmal durch. Ich möchte jetzt beispielsweise eine Aktie kaufen, die jetzt momentan steht die bei 100, mhm, um beim Beispiel zu bleiben, und ich würde die unbedingt gerne haben, aber bei 90 oder 95. Mhm. Dann verkaufe ich einen Put, genau, bei 95. Und wenn die Aktie also drunter geht, unter 95, dann wird sie mir angedient. Das heißt, ich erhalte sie zu dem festgelegten Preis für 95. Genau.
habe aber für den Verkauf auch noch eine Prämie gekriegt. Genau, hast du auch noch bekommen. Na? Genau. Und da geht dann dein Risiko los, fällt die Aktie tiefer als der Streikpreis, also in unserem Fall als die 95, minus deinen Dollar, den du ja auch noch, oder Euro, den du auch noch bekommen hast, ab dann geht das Risiko linear nach unten. Ja? Das heißt, wenn die Aktie auf 90 fällt, musst du sie trotzdem mit 95 kaufen. Ja, du kannst natürlich jederzeit die Option vorher verkaufen oder zurückkaufen. Ja? Das ist kein Problem. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, am Verfallstag hättest du die Aktie dann einstehen quasi mit 94, sprich 95 war der Basispreis, minus einen Euro, den du noch bekommen hast, ist 94. Das wäre dein Einstandskurs. Ja, ich habe gerne mal das Vergleich oder den Vergleich, weil da muss ja gar keine Griechen dabei für zeigen oder ähnliches. Das ist so verständlich für alle. Genau. Wichtig nur bei dem Put-Beispiel ist, dass man tatsächlich nicht am Ende dann rumheult. Ne? Die Aktie fällt dann, was weiß ich, auf 80. Genau. Und man hat die dann für 95 gekriegt. Dann muss man natürlich sagen, hey, wolltest die ja ohnehin für 95 kaufen, jetzt heul nicht rum. Ne? Genau. Also das muss man ganz klar wissen. Nackte Short Puts ist ein gefährliches Spiel. Ja, man muss die Gefahren kennen und sich dem auch bewusst sein, wenn man das tut. Ich weiß, dass es verlockend ist und dass es viele machen. Warum? Die Volatilität ist bei Puts deutlich höher als bei Calls. Ja, das hat so ein bisschen mit dem Angstfaktor zu tun, weil Märkte in der Regel schneller fallen, als sie steigen. Und dementsprechend sind Puts teurer. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Und natürlich, wenn die Volatilität hoch ist, bekommt man auch mehr Optionsprämie. Und dementsprechend ist es natürlich auch verlockend, dann Puts zu verkaufen. Aber ganz klar auf die Gefahr hinweisen, man hat unterhalb des Streikpreises minus der Prämie ein unlimitiertes Risiko. Also das ist ganz wichtig für die Kunden zu wissen. Es sei denn, Herbert, ne, man hat ja so viele Möglichkeiten mit Optionen, man kauft einfach noch einen Put drunter. Genau, man macht ein Putzbrett. Das ist, was ich mache zum Positionsaufbau sehr, sehr gerne. Entweder die Aktie ist tatsächlich auf dem Niveau, wo ich sie jetzt kaufen würde. Ja, zum Beispiel, nehmen wir ein praktisches Beispiel jetzt aus meinem eigenen Portfolio. Jetzt, Microsoft hat es ein bisschen korrigiert. Ja, und jetzt habe ich einfach dabei 280 oder was es war, halt ein bisschen Microsoft ins Portfolio aufgestockt. Ja, einfach aufgrund der Marktbewegung. Ich hätte jetzt auch sagen können, aha, die Aktie ist recht stark gefallen. Die Volatilität ist stark angestiegen. Ich könnte jetzt auch einen Put verkaufen. Mein Ansatz war aber, ich glaube, dass meine persönliche Meinung, dass die Aktie sich wieder relativ schnell erholt und ich aus diesem Grunde an der Aktie mehr verdiene, an dem Anstieg der Aktie, als durch die Einnahme der Putprämie. Das war jetzt meine Herangehensweise und der Grund, warum ich die Aktie direkt gekauft habe. Aber ansonsten eben mit einem Putzbrett mache ich das sehr häufig. Genau wie du gesagt hast, ich kaufe mir einen Put nur unten drunter, dass mein Risiko begrenzt ist. Also es kann mir nichts passieren. Ja? Womit wir bei Optionen als Versicherung wären für das Depot, auch für den Kleinanleger gut umzusetzen und richtig justierbar. Ne? Absolut. Vor allem, es ist ja so, wenn man ein ganzes Portfolio hat, muss man nicht zwingend von jeder Aktie 100 Stück haben. Das ist natürlich effizienter und man kann es genauer machen. Aber wenn man jetzt einen, wie soll ich es mal sagen, einen Gemischtwarenladen hat, verschiedene Aktien, unterschiedliche Länder und so weiter und so fort, dann kann man das wunderbar mit Indexoptionen machen. Ja, das heißt, dann schaut man, wie ist denn die Gewichtung von meinem Portfolio, in welchem Land habe ich jetzt mehr Deutschland oder habe ich mehr USA oder habe ich Mitteleuropa oder was auch immer da drin ist. Und dann kann man schauen, was habe ich denn da für Indizes zur Verfügung. Ja, wir haben den DAX, wir haben den Eurostox, wir haben den Nasdaq, den S&P 500, Russell, name it. Ja. Wir haben alle möglichen Indizes und dann können wir schauen, wie viel Gewichtung habe ich denn in meinem Portfolio an Aktien aus dem Index und wie viel aus dem. Und dementsprechend kann ich mich mit Indexoptionen absichern. Das ist nicht ganz so genau als mit der einzelnen Aktie, aber es funktioniert trotzdem einwandfrei. Das ist also eine wunderschöne Sache. Eine Wiederholung. Wir sprechen von Prämie. Prämie ist der Verkaufspreis und das, was ich als Stillhalter, also derjenige, der auf der anderen Seite ist, generiere. Das ist also, Stillhalter gibt es bei Optionsschein nicht. Genau. Da ist der Stillhalter immer der Emittent. Genau. Die Optionsscheine, haben wir nochmal gesagt, können wir nur kaufen als Kunde. Und auch hier nicht weltweit, sondern ist in den USA verboten zum Beispiel. Es gibt in Deutschland Optionsscheine auf US-Aktien. Ja, das gibt's. Aber grundsätzlich, der Handel ist in den USA verboten. Aber du hast vollkommen recht, bei den Optionen bekommen wir eine Stillhalterprämie. Das ist quasi das,
was auch unser maximaler Profit ist in dem Fall, ne? Die Stillhalter, das, was wir an Prämie bekommen haben. Also ist es fair zu sagen, wenn du jemanden kennst, der Aktien im Depot hat, so alte Dividendentitel, Roche, Nestle, was auch immer, und der hat gar nicht vor, die zu verkaufen und dann möchte er noch vielleicht noch den Enkeln vererben, dass man das Depot aufwerten kann, indem man so in seinen persönlichen Werkzeugkoffer noch die Option drin hat. Definitiv. Also es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für jedes Portfolio. Es macht es einfach effizienter und risikoärmer. Ja, wie gesagt, die Kehrseite der Medaille, man schneidet ein bisschen von seinem maximalen Profit ab, weil wenn man das Risikoprofil anschaut, ist es natürlich so, eine Aktie könnte ja theoretisch infinity steigen, also unlimitiert. Und könnte, der maximale Loss ist null. Ja? Also das Risikoprofil ist von links unten nach rechts oben. Ja? Eine diagonale Linie, das Risikoprofil einer Aktie. Wenn ich jetzt hingehe und baue Optionen da ein, gibt es so eine Kurve, so ein bisschen, ja, die uns natürlich ein bisschen beschränkt. Aber sie nimmt auch Risiko raus. Also da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte. Man kann es aber ganz genau dosieren. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Ja? Letztendlich, meine, der Deutsche ist vertraut mit Versicherung fürs Auto, fürs Haus, Feuerversicherung. Genau. Wieso dann nicht fürs Depot? Ne? Ganz genau so ist es. Ja, letztendlich, man bezahlt zwar ein bisschen, aber man schläft ruhiger. Ja, und man kann es so konstruieren, dass man eben nichts bezahlen muss für die Versicherung, sondern noch was kriegt. Das ist spannend mit Optionen. Ja, das musst du jetzt mal erklären. Jetzt sind die Leute auf den Geschmack gekommen. Das ist relativ einfach. Also man kann hingehen und zum Beispiel sich einen dauerhaften doppelten Boden in sein Portfolio einbauen. Das heißt, ich kaufe mir einen ganz lang laufenden Put, also eine Verkaufsoption, auf mein Portfolio, also oder auf die einzelne Aktie, je nachdem, wie man das möchte. Und das ist jetzt das ist wie beim Artisten, das Netz. Also es kann nichts passieren. Und das mache ich auf dem Niveau, auf dem ich das möchte. Ja? Wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben, Aktie 100, und dann sage ich, der Risikofreudige nimmt halt einen Put, der vielleicht 20 Punkte weg ist. Und der weniger Risiko will, der geht halt dann, nimmt einen Put, der nur 5 Punkte weg ist. Das kann jeder machen, wie er sich wohlfühlt. Das ist das Schöne. Und dann ist das ja Geld, das ist jetzt unsere Versicherung, die wir bezahlt haben. Das sind wir jetzt bei der Autoversicherung. Ich könnte jetzt sagen, April habe ich bezahlt, ich hoffe einfach, dass nichts passiert und die Aktie steigt. Alles ist gut. Das ist Variante 1. Jetzt kann ich aber auch sagen, ich möchte aber eigentlich das Geld für die Versicherung wieder zurückhaben. Und jetzt gehe ich hin und verkaufe einfach jede Woche. Wir haben ja mittlerweile Weekly Expiries oder bei manchen Titeln gibt es halt nur monatliche, also normale monatliche Calls. Und zwar auch auf einem Niveau, wie ich das gern haben möchte, ja, je nachdem, wie er will. Aber so viel, dass ich so viel Prämie einnehme bei jeder Laufzeit, dass ich meine Versicherung möglichst schnell bezahlt habe. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Das heißt, ich kreiere hier eine Versicherung, für die ich noch Geld bekomme. Das heißt, beim Beispiel zu bleiben, 100 die Aktie, 95, ab da will ich mich versichern. Also wenn das Ding ab 90, 80 schmiert, bin ich versichert. Mhm. Und normalerweise, sagen wir mal, ich verkaufe die Aktie bei 105 oder 110. Das ist so mein Zielterritorium, da will ich sowieso verkaufen. Dann verkaufe ich halt einen Call darauf. Ganz genau. Und die Calls finanzieren den Put. Genau. Und jetzt kommt aber der Gag bei der Geschichte. Der Call hat den Put viel schneller finanziert, als die Laufzeit des Puts ist. Ja? Das heißt, du hast quasi nach, einfaches Beispiel, vielleicht mal ungefähr nach einem Drittel der Laufzeit des Puts, hast du den komplett finanziert. Und dann ist der quasi, ist deine Autoversicherung in Anführungsstrichen wie gratis. Und dann kannst du dir überlegen, was du damit machst. Verkaufst du ihn? Oder behältst du ihn, aber er ist ja gratis und verkaufst keine Calls mehr oder wie du möchtest. Völlig flexibel. Um bei der Versicherung zu bleiben, ähnlich mit einer Reiseversicherung, kann ich angeben, was für eine Laufzeit ich da haben möchte, wie lange, nicht auf den Tag genau, aber ungefähr. Ja, genau so. Also ist super Sache. Und die großen Institute, die hast du auch erwähnt, die handeln ja auch natürlich mit Optionen aus dem gleichen Grund, weil sie sich halt absichern, als auch Gewinn mitnehmen. Aber sie können ja auch so Aktien kaufen, ohne direkt in den Markt reinzugehen und den Preis zu beeinflussen. Ja, also das geht natürlich auch. Ja klar, über Put-Optionen, über verkaufte Put-Optionen, klar. So schleichen in den Markt reingehen, das geht auf jeden Fall, kann man, ja. Aber grundsätzlich, was viele Instis machen, ist tatsächlich diese Covered-Call-Strategie. Das machen wirklich immer mehr, weil sie einfach sagen, hey, das bringt uns ein bisschen mehr Prämie,
gerade die großen Aktienfonds machen das. Und du hast im Vorgespräch hast du auch mal so ein gutes Beispiel gebracht mit dem Flip a Coin. Genau. Letztendlich bei Optionen geht es um Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und genau. Wenn man dann den Zuschauer fragt, welche Varianten gibt es ja, wenn ich eine Münze werfe? Na, Herbert sagt was? Ja, genau. Die meisten sagen, es gibt zwei, aber es gibt ja drei. Die Kante ist ja auch noch da. Und das im Fall, so geht's los. Im Prinzip in Chicago seinerzeit. Einer unserer Lehrmeister hat uns das so erklärt, ist auch in seinem Buch so. Genau das, wir in unserem einfachen Denken waren, ja logisch, Kopf oder Zahl. Nein, die Kante gibt's auch noch. Und das ist eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf die Kante fällt. Aber sie existiert. Und dann kann man das Beispiel fortführen mit einem Würfel. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die in die Zahl fällt? Und so weiter und so fort. Da geht es dann so langsam in die Optionspreistheorie rein. Ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn man sich damit beschäftigen will, wird es an so einfachen Beispielen dann auch recht gut erklärt. Also man kann es dann nachvollziehen, so Schritt für Schritt. Man wird nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen, so, du musst jetzt sofort alle Griechen auswendig können. Ja, sondern so ganz kleine Beispiele. Und dann, aha, ja, da war doch was. Wie heißt das Buch? Wir blenden das hier mal ein. Ja, das ist von dem Sheldon Natenberg, Options, Volatility and Pricing. So ein grünes Buch. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch eine neue Ausgabe, also das ist jetzt schon recht alt. Wir sagen dem die Bibel. Ja, das ist so, der Shelley war einer unserer Lehrmeister seiner Zeit, noch ein paar andere. Aber dieses Ding ist einfach, für mich war es wirklich wie die Bibel. Ne? Also wenn irgendwie, auch heute, ich meine, man lernt ja nicht aus. Wenn mir heute noch manchmal was nicht klar ist, dann schaue ich nach. Ja, also das ist ja das ist zeitlos. Vermutlich nicht in Deutsch erhältlich, ja? Wie bei allen Systemen. Ja, ist in Englisch. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt. Aber auch dazu vielleicht ein kleiner Tipp. Oder die Leute, wenn man sich mit Optionen beschäftigt, die ganze Terminologie in Englisch ist wesentlich einfacher. Ja, es ist ziemlich, mal Call and Put das Beispiel. Call and Put ist das einfachste Beispiel. Und es kommt auch so ein bisschen daher, früher mit den Handsignals und später mit dem Telefonhandel. Stell dir vor, du rufst bei der Bank an oder bei deinem Broker und sagst, kauf eine Verkaufsoption. Das birgt so viele Fehlerquellen. Lärm, der andere versteht es nicht richtig, schreibt es falsch auf. Sell a call oder sell at, allein die Orderaufgabe, sell at oder pay for. Ja, pay market for 10, sell 10 at market. Also allein das war früher so wichtige Punkte, dass man die Fehlerquellen auch minimiert. Ja, und auch sonst, wenn man in der TWS, natürlich kannst du die in allen möglichen Sprachen aufrufen, aber die Übersetzungen sind teilweise wirklich grausam, wenn man das anschaut. Ja. Und völlig schräg. Also dementsprechend, es sind ja nicht so wahnsinnig viele Begriffe. Dementsprechend, ich kann es nur jedem empfehlen, das in Englisch zu machen. Wieso heißt es call und wieso put? Ja, call something from somebody or put something on somebody. Ja, also auch die Hand Signals, ja, die Hand vorne, die Hand hinten, dann hat der andere im Pit immer verstanden, was du willst. Ja, wir haben jetzt das Münzbeispiel jetzt nicht umsonst gebracht, denn so diese 0815-Geschichten, die wahrscheinlich ein Großteil der Anleger gar nicht macht, ne, Calls zu verkaufen, Calls Puts zu verkaufen, aber es gibt ja tatsächlich mittlerweile auch in Deutschland sehr viele Anleger, die zu Stillhaltern geworden sind und ihr täglich Brot oder sehr viel Rendite generieren, indem sie nichts anderes machen als Stillhaltergeschäfte, also Calls verkaufen, Puts zu verkaufen, teilweise auch ohne das Underlying, also den Basiswert zu besitzen, einfach nur, weil man diese Prämie haben möchte und generieren daraus Rendite. Ja. Jetzt war dieses Beispiel mit der Münze deswegen so wichtig, weil bei Optionen, wenn man das dann macht, da kann ja jahrelang kann alles gut gehen und dann wirft man die Münze und dann ist sie auf der Kante. Genau, das ist genau der Punkt. Und deshalb sage ich immer in den Schulungen, macht keine nackten Shorts. Das ist exakt der Punkt. Es geht 99 Mal gut und beim 100. Mal zerlegt sich so derartig, dass deine ganzen 99 Gewinntrades von vorher kaputt sind und vielleicht noch mehr. Also das ist Unlimited Risk ist nie gut. Und wenn das jemand möchte, bitte nur in mikroskopisch kleinen Dosen. So, dass man es verkraften kann mit dem Depot. Genau. Um ein plakatives Beispiel zu geben, Wall Street Bets, GameStop, AMC hat bestimmt einer mitbekommen. Ja. Oder viele der Zuschauer im letzten Jahr. Da waren ja auch einige Anleger und Stillhalter dabei, die sagten, hey, GameStop jetzt bei 80, das ist doch Wahnsinn, das Ding ist doch nichts wert.
verkaufe ich doch mal Calls bei 100. Ne? Ist doch leicht verdientes Geld. Ja. Ne? Und dann 2, 3, 4 Tage später ist das Ding bei 200 und 300 drüber. Ne? Genau. Und dann immer mal 100 das Ganze, weil man den Optionskontrakt ja verkauft. Genau. Das hat so manches Depot zerlegt. Genau. Und das ist die Riesengefahr bei nackten Shorts. Ja, also ich, wie gesagt, ich sage es immer, seid vorsichtig da, macht lieber Spreads, macht ein bisschen weniger Profit oder ein bisschen weniger Prämieneinnahme. Dafür seid ihr aber abgesichert. Ja. Und als Cash-Cow bezeichnest du eine andere Strategie. Mit Indizes machst du da. Okay. Genau. Es gibt verschiedene Einkommensstrategien, die ich fahre. Und in einer idealen Welt verdienen natürlich immer alle Geld. Was natürlich, wir wissen alle, wir haben nicht immer die ideale Welt. Und deshalb funktionieren auch nicht alle Optionsstrategien immer gleich gut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch zu bestehen. Es bleibt nicht alles gleich, sondern Marktsituationen ändern sich und Marktgegebenheiten ändern sich, Parameter ändern sich, also sprich Volatilität. Und was ich jetzt persönlich sehr, sehr gerne mache, ist ein synthetisches Produkt oder eine synthetische Konstruktion auf den DAX jetzt, weil das ein Hochvola-Produkt ist. Also mit, funktioniert extrem gut mit hoher Volatilität. Das ist ganz einfach sehr, sehr simpel dargestellt. Als Underlying nehme ich den DAX Mini Future. Also man kann das auch mit einer Aktie machen. Ich nenne es mal DAX Aktie, ja, weil man den DAX an sich ja nicht kaufen kann, sondern dafür brauchen wir wieder ein Derivat und das ist der Future. Und der DAX Future ist nichts anderes als quasi das abgezinste Derivat des Indizes. Ja, also wir können ja nicht 3,4 Siemens und 4,3 was weiß ich was kaufen, sondern wir haben einen Warenkorb und das ist halt jetzt der Index. Und damit wir den handelbar machen, haben wir einen sogenannten Future. Das ist das Produkt. So, jetzt gehen wir hin, da gibt es einen Mini, einen Mikro und einen normalen. Der normale DAX hat 25 Punkte und ich nehme den Mini-DAX, der hat 5 Punkte oder beziehungsweise 5 Euro pro Punkt. Als Wert und ist das gleiche wie der ODAX, also wie die Option auch. Das macht das Rechnen ein bisschen einfacher. Man könnte auch den großen nehmen, spielt keine Rolle. Ja, also der Multiplikator in dem Mini-Future ist genau das gleiche wie bei der Option, bei der DAX-Option. Also, jetzt vom Produktaufbau ist es so, wir kaufen eine Long-Position, also wir kaufen uns einen DAX-Mini-Future. Das ist jetzt unser Underlying, unser Basiswert. Ja, mit dem müssen wir nichts anderes machen, als den alle 3 Monate rollen. Ja, der hat keinen Theta oder irgendwas, sondern der verfällt einfach alle 3 Monate, dann rollen wir den. Dazu kaufen wir uns wieder einen langen Put, das ist unsere Autoversicherung, auf einem Risikoniveau, das uns gefällt. Ja, ich nehme ganz gern 10%, aber das ist jeder, wie er will, ja, spielt keine Rolle. Laufzeit 1,5 Jahre oder 2 Jahre, sowas in dem Dreh. Ja. So, und dann verkaufen wir jede Woche eben einen kurzlaufenden Call. Ja, und auch hier auf einem Niveau, das uns gefällt. Ja, man kann ans Geld gehen, also direkt am Geld heißt, an dem Preis oder an dem Basispreis, an dem Strikepreis, wie der Index jetzt gerade ist. Also Beispiel jetzt 14.600, dann würde man 14.600 dafür kaufen. Das ist sehr aggressiv. Ich gehe immer ein kleines bisschen raus aus dem Geld, so dass ich vielleicht 100 Punkte pro Woche bekomme. Ja? Und das ist quasi die Einnahmequelle, weil die Volatilität so hoch ist. Ich will nichts anderes in dieser Strategie, als den Zeitwert jede Woche zu kassieren. Und das funktioniert im Index sehr, sehr gut. Ne? Gerade im DAX, weil der sehr, sehr volatil ist momentan, kriegen wir da viel Prämie dafür. In Sommermonaten, wo es vielleicht weniger volatil ist, kriegen wir vielleicht nicht mehr 100 Punkte, sondern nur 50. Ja? Und in extrem volatilen Phasen vom Krieg gab es 500 Punkte pro Woche. Ja, also es ist verrückt gewesen. Und das ist die Strategie, die momentan, wie soll ich sagen, am meisten einbringt. Ja, das ist auch vom Arbeitsaufwand her relativ überschaubar. Man hat einmal in der Woche Handlungsbedarf. Ja, das heißt nicht, dass man die Position aufsetzt und nicht eine Woche nicht hinschaut. Das nicht. Aber effektiv Action ist einmal die Woche. Ja, das ist was, weil man nur eine Position zu tun hat. Das heißt, da gibt's auch die Situation, okay, der Call ist aus dem Geld, also der Index ist unter dem Strikepreis, dann kaufen wir den Call am Donnerstag oder am Freitag zurück
und verkaufen einen neuen für die nächste Woche. Variante 1. Die Variante 2 ist, er ist eben im Geld. Ja, so wie jetzt, weil der Markt heute so raufgelaufen ist, bin ich da auch überrollt worden. Das heißt, ich kaufe einfach den Call zurück und verkaufe einen die nächste Woche für das gleiche Geld und habe aber mein Geld im Future verdient. Es ist eine runde Sache. Ja, ich verdiene immer mindestens den Zeitwert. Ja, derjenige, der jetzt gar nichts verstanden hat, unbedingt das Webinar anschauen. Genau. Auch wieder unten verlinkt, auch anmelden. Aber das zeigt auch, was für ein großes Spektrum an Möglichkeiten man mit Optionen schafft, gerade indem man das Produkt mit anderen Dingen kombiniert. Genau. Du hast auch mal an unserem ersten Gespräch erwähnt, für dich ist eine Aktie unsicherer als eine Aktie in Kombination mit einer Option. Ja, klar. Weil vom Risikoprofil, haben wir schon gesagt, Aktie von links unten nach rechts oben, diagonal, ja, also maximaler Verlust ist null, mathematisch gesehen. Und unlimitiert Profit, weil die Aktie könnte ja theoretisch unendlich steigen. In dem Moment, wo ich Optionen da einbaue, ist es so, dass ich diese Diagonale verändere. Ja, die wird so kurvig. Also ich schneide sie oben ab oder ich schneide sie unten ab oder ich schneide sie an beiden Seiten ab. Das gibt dann so ein S, ja, wenn man sich bildlich vorstellen kann. So Sachen kann man machen. Also ich kann, oder ich kann das S so ein bisschen verschieben. Ja, ich kann quasi die Risikostruktur oder die Risiko-Reward-Struktur beliebig verändern mit der Option oder mit dem Future, was auch immer ich einsetze für ein Instrument. Also da ist eigentlich alles möglich. Ja, das ist das Schöne bei der Geschichte. Das heißt, jeder Marktteilnehmer kann sagen, ich bin risikofreudiger oder ich bin risikoaverser, ich will es ein bisschen konservativer. Völlig frei. Das ist das Schöne mit Optionen. Man muss nur verstehen, wie es funktioniert. Ein paar Basics einstreuen oder deine Meinung dazu, kaufe ich eine Option Market? Nein. Immer mit Limit. Hintergrund der Geschichte, gut, auch da Einschränkungen vielleicht. In einem Markt, der extrem liquide ist, nehmen wir jetzt mal den SPX oder den VIX an sich oder solche extremen Produkte, wo der Spread sehr, sehr eng ist. Und ob du da, also teilweise auf 1 Cent gequotet, sowieso oder auf 2, also da kann man im Market handeln. Aber grundsätzlich in den meisten Produkten, wenn es jetzt Aktienoptionen sind, da ist ja immer so ein Spread. Und in der Regel kann man sich in die Mitte ungefähr des Spreads stellen, vielleicht 1 Cent oder 2 zu meinen Ungunsten. Ja, weil der Hintergrund ist, der Market Maker oder auch die Quotenmaschine macht nichts, wo er nichts verdient. Also du musst ihm ein bisschen Edge geben. Ja, das heißt, du musst nicht Bid-Ask, also Geldbrief, du musst nicht auf den Briefkurs kaufen, aber etwas über die Mitte und in der Regel wird es dann ausgeführt. Ja, also deshalb immer mit Limit arbeiten, gibt auch eine gewisse Sicherheit. Weil es könnte ja auch sein, dass in der Sekunde, wo du die Order einstellst, passiert irgendwas am Markt und dann rauscht gerade ab und du hast irgendeinen völligen Unsinnspreis bezahlt. Also deshalb Limit ist die sichere Variante. Und persönlich finde ich es gut, wenn man Stops bei Aktien hat, ja. Aber Stops bei Optionen? Ja, hatte ich schon erwähnt. Bei Optionen geht in hochliquiden Produkten, also eben im SPX oder im SPY, kann man das durchaus machen. Ja, mache ich auch selber so. Beim DAX zum Beispiel mache ich es nicht. Da ist das Risiko zu groß, dass es eine extrem schlechte Ausführung gibt, beziehungsweise auch da ist man wieder geschützt von der Eurex. Es ist so, dann würde das System den schlechtmöglichsten dem Regelwerk entsprechenden Preis machen. Ja? Also das ist das Max-Risk, was man hat. Ja? Also, aber trotzdem, beim DAX würde ich es nicht machen. Oder auch bei generell bei den meisten Produkten in Optionen nicht. Im ersten Teil unseres Gesprächs, wenn die Zuschauer das verpasst haben, auch oben rechts Verlinkung nochmal anschauen. Da haben wir auch über Fehler von Kleinanlegern gesprochen oder von Privatleuten, dass sie eben kein Risikomanagement betreiben. Ja. Und deswegen gar keine Stops setzen, den Trade gar nicht mehr beobachten. Jetzt bist du mit Optionen, hast du noch einen zusätzlichen Trick auf Lager? Das heißt, du musst nicht unbedingt Stops setzen, du machst das mit Optionen. Ja, genau. Eben. Du kannst mit einem dauerhaften doppelten Boden machen. Du kannst ein Spread machen. Du kannst kurze Puts kaufen, lange Puts. Also es gibt x verschiedene Varianten, wie du dich absichern kannst. Aber es macht immer Sinn, sich abzusichern. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und bei den Aktien an sich
kann man durchaus mit Stops arbeiten. Ja? Auch wenn sie nicht garantiert sind, aber man kann durchaus damit arbeiten. Ja? Und dieses komplexe Thema, ne, bedarf wirklicher Experten, wie du es bist. Also unbedingt auch noch einmal fürs Webinar anmelden, aber auch deine Webseite mal anschauen. Da bietest du natürlich auch Unterstützung an für diejenigen, die davon Gebrauch machen möchten, mit Schulungen etc. Genau. Also bei wem anders machen, wenn man, wie viele Jahrzehnte hast du mittlerweile? Ja gut, ich habe angefangen 1989, also daher, also ganz am Anfang DTB. Ja, Deutsche Terminbörse, werden die nächsten jetzt wissen. Genau. Na, gibt's nicht mehr? Nee, ist jetzt mittlerweile Eurex. Ist Eurex der Zusammenschluss vielleicht auch noch ganz interessant aus der Schweizer Sofex und der DTB. Und das hat sich dann eben zusammen zur Eurex geschlossen, seinerzeit. Und mittlerweile, man muss mal den Werdegang, das kann man mal ein bisschen googeln, oder die Entwicklung von der Eurex verfolgen, ist mittlerweile mehr oder weniger die größte Terminbörse der Welt. In manchen Messkriterien sogar größer als Chicago, weil es einfach vom System her das Beste ist, was es gibt. Das muss man also ganz klar sagen. Es ist effizient, es ist fair, es ist preislich okay. US ist teilweise ein Tick billiger, ja, muss man gestehen. Aber dafür ist es absolut transparent und ja, eigentlich ein super System. Ja, im Vorgespräch warst du schon begeistert von Eurex. Ja, ja gut, ich durfte es auch mit aufbauen, also DTB. Und Parketthandel mit Option? Ja, du lachst, gab's, ja. Lustige Szenen auch in Frankfurt. Ganz am Anfang und ganz kurz gab's es. Wusste aber auch, wie soll ich sagen, die Jungs, die das seinerzeit gemacht haben, wussten wir auch nicht so richtig, wie das funktioniert jetzt alles mit Risikomanagement, mit den Griechen und so. Also es war mehr so eine, naja, eine sehr rudimentäre Geschichte, will ich es mal nennen. Ja, ist auch relativ schnell dann logischerweise gestorben. Aber Parketthandel ansonsten, hast du ja in London an der Live gab es das lang. Und natürlich USA und dementsprechend, aber auch mittlerweile hier voll elektronisch. Oder fast voll elektronisch. Und da vielleicht noch ein Beispiel im Zusammenhang mit der Live und der DTB seinerzeit und das Pro und Contra elektronischer Handel oder Parketthandel. An der London Live wurde auch der Bund Future, also unser deutscher Bund Future gehandelt. Und der wurde dort Open Outcry gehandelt. Ja, also am Parkett ganz normal. Und dann ging DTB los. Und dann konnte man beobachten, wie das Volumen an der DTB immer gestiegen ist und immer gestiegen ist und das andere immer runter. Und in dem Moment, wo das 51% DTB war, das hat es wie Boom gemacht. Und das war tot, der Live-Handel. Also da gab es ganz viele Arbitrage-Händler auch immer, die das gehandelt haben. Aber da sieht man mal diesen immensen Siegeszug des elektronischen Handels. An so einem Beispiel war es, ist jetzt wirklich gut zu erklären. Das wollte ich dich auch mal im Vorgespräch dann in dem ersten Teil fragen. Wenn man Market Maker ist auf dem Parkett, ist man dann automatisch auch ein guter Händler oder gibt es da keinen Bezug zu? Ja, also... Also Eigenhandel, oder war das Eigenhandel sogar verboten vielleicht? Nee, um Gottes Willen, nee. Du machst natürlich Eigenhandel, das ist ganz klar. Aber Market Maker und guter Händler, gut, ein Market Maker ist dazu da, Liquidität zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich seine Aufgabe. Im Idealfall hat er abends ein neutrales Buch, also ein risikoneutrales Buch. Heißt nicht, dass er glatt ist. Er hat nur ein risikoneutrales Buch. Und hat einfach sein Geld verdient über den Tag, mit den Quotes, die er gestellt hat und so weiter und so fort. Während der Händler ja dazu da ist, der kann ja im Prinzip, oder Prop Trading, was wir hatten, der kann ja machen, was er will. Der kann handeln, was er will, wie er will, was. Der muss ja keine Preise stellen, nix. Also dementsprechend Händler und Market Maker. Natürlich sollte ein Market Maker schon irgendwo auch ein Feeling haben für den Handel. Das schon. Aber auch hier werde ich öfters mal gefragt, kann man das lernen in dem Sinne? Ich sage, ja, du kannst die Umstände drumherum, das Fachliche kannst du lernen. Aber ein Händler sein an sich hast du meines Erachtens im Blut oder du hast es eben nicht. Das ist so eine Mentalitätsgeschichte. Ich habe, als ich noch Dozent war für die Händlerprüfung in Frankfurt, hatte ich Leute, das waren Top-Mathematiker, Top-Physiker, dass er, hey, das gibt Traum-Market Maker. Und dann haben die erste Position gehabt und haben sich fast in die Hose gemacht. Und ich habe einen anderen Kollegen, das war ein Quereinsteiger von der Post, war ein super Händler später. Also ich will damit nur sagen, ja, das ist wirklich eine viele Mentalitätssache. Also
Wahrscheinlich auch für den Kleinanleger, ne? Das richtige Produkt für den richtigen Charakter. Genau, definitiv. Also wenn jemand ein bisschen affin ist dafür, ein bisschen eine Idee hat für Zahlen und ein bisschen komplexes Denken hat, ist kein Hexenwerk, um Gottes Willen. Ne? Also um das nochmal aufzugreifen, also für denjenigen mit einem riesen Depot oder einem größeren Depot, einfach der da Aktien rumliegen hat, einfach auf jeden Fall anschauen die Geschichte. Aber wenn man so Stillhaltergeschäfte machen möchte, die komplexer sind, muss man den richtigen Charakter mitbringen. Das schon und vor allem ein bisschen Ausbildung und ein bisschen Knowledge, wie es funktioniert und vor allem, wie dann damit umgehen. Ja. Ja? Es ist ja nicht immer alles 100% smooth und es geht nicht immer alles einwandfrei durch, ist ja ganz normal. Ja, wir verlinken nochmal beide Sachen. Herberts Webseite unten draufklicken, als auch nochmal für das Webinar, das kommende anmelden und das vergangene anschauen. Ja, vielen Dank, Herbert. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank.